ich werde mir versuchen, in meinen nächsten 20 Minuten circa auf die therapeutischen Möglichkeiten der Atmungstherapie bei Patienten, vor allem mit einer hyperkapnischen Lungenversagen und der extrakorporalen CO2-Elimination zu konzentrieren. Und jetzt hoffe ich mal, dass das hier weitergeht. Leider nicht. Jetzt, genau, also meine Conflicts of Interest. Ich denke, wenn wir jetzt über die Patienten sprechen, die wir seit einem Jahr hauptsächlich auf unseren Intensivstationen behandeln, dann kommen Ihnen diese Bilder wahrscheinlich bekannt vor. Also diese CT-Bilder mit beginnenden von einem unserer aktuellen Patienten auf der Intensivstation mit Covid-19, die am Anfang eben relativ dieses typische Bild von so einem diffusen Infiltrat haben, das sich dann aber im Laufe der Zeit, da sind gerade mal knapp 8, 9 Tage dazwischen, dann doch deutlich verändert mit Konsolidierungen, mit Veränderungen der Lunge, die wir dann natürlich auch an der Beatmung sehen, beziehungsweise dann auch uns dahin führen, dass wir zunehmend Probleme bekommen. Auch wenn, sagen wir, bei Covid-19-Patienten primär ein ARDS und eine Oxygenierungsstörung bei den allermeisten Patienten im Vordergrund stehen, haben wir ja, sagen wir, was wir aus an unseren anderen Patienten, die wir mit ARDS behandeln, ja ein hinreichendes Arsenal an Möglichkeiten. Und ich denke, all die Dinge, die wir gut etabliert haben und auch täglich einsetzen, haben ja auch bei diesen Patienten zum Großteil sehr gut funktioniert. Sei es nun die Bauchlage oder sagen wir auch die lungenprotektive Beatmung mit entsprechend angepassten Drücken oder auch die Dalvolumina gelten natürlich hier genauso wie bei jedem anderen Patienten auch und haben uns auch gute Erfahrungen und auch gute Dienste geleistet. Wenn man dann genauer hinschaut, merkt man schon, dass die Bauchlage natürlich immer dann gut funktioniert, wenn wir keine CO2-Problematik bei unseren Patienten haben. Es gibt wenige Patienten, die auch dann trotzdem ansprechen. Aber natürlich im Großteil haben die Patienten eher kein CO2-Problem. Und auch hier bei unseren Maßnahmen sehen wir dann, dass die extrakorporale CO2-Eliminierung dann in den Vordergrund rückt, wenn wir auch ein schwereres ARDS mit einer vielleicht gemischten Störung einfach vor uns haben. Typischerweise, was wir auch viele Kollegen machen und auch wir machen, ist die Patienten dann zu prüfen, ob sie für eine ECMO in Frage kommen. Diese pumpengetriebenen Systeme sind Ihnen hinreichend bekannt. Wir arbeiten mit großen Flussgeschwindigkeiten und wir haben natürlich den Vorteil, dass man eine Oxygenierungsstörung, aber auch eine CO2-Problematik natürlich damit behandeln kann. Gerade dann kommen diese anderen Systeme, die sich nicht so richtig durchsetzen konnten, diese AV-ECMOs, als Alternative zur Möglichkeit zum Einsatz, aber haben sie natürlich in der breiten Masse bei weitem nicht so durchgesetzt, wie sagen wir mal, die ECMO-Therapie, einfach aufgrund dessen, dass natürlich die Oxygenierungsstörung häufig damit nicht betrieben oder behandelt werden kann. Wenn man ein paar Jahre zurückschaut, hat der Koms ja in seiner großen ECMO-Studie ein bisschen für Furore gesorgt. Das war eigentlich so, das was halt dann häufig nur so vermittelt wurde, dass die ECMO eigentlich keinen Unterschied macht bei den Patienten anhand der Mortalität, ob sie jetzt mit einer ECMO behandelt werden oder ob sie mit einer ordentlichen Beatmung, sage ich mal, behandelt werden. Dass das natürlich nicht ganz so stimmt, sieht man dann, wenn man auch ein bisschen mehr in das Supplemental guckt und auch, sagen wir mal, die Differenzierung in den Subgruppen vornimmt. Das ist aber leider so ein bisschen bei vielen Patienten nur hängen geblieben. Aber ich glaube, was man ganz gut sagen kann, ist, oder was aus der Studie hervorgeht, ist, dass die Patienten, die eben länger beatmet sind, also über den 7. Tag hinaus oder auch in der Kombination dann zusätzliche Organversagen haben, die vielleicht eine Leberdysfunktion mit einem erhöhten Bilirubin oder auch ein Nierenversagen mit dazu haben, ein deutlich schlechteres Outcome haben, wenn sie eine ECMO benötigen, als Patienten, die eben diese Problematik alle nicht mitbringen. Jetzt ist es nun mal so, dass wir nicht nur junge Patienten, gesunde Patienten haben, sondern gerade auch im Rahmen der Covid-Pandemie ja gerade, sagen wir, anfänglich sehr viel ältere Herrschaften auf unseren Intensivstationen versorgt haben, die natürlich dann auch aufgrund Altersgründen nicht unbedingt immer für eine
ECMO in Frage kommen, aber dann auch neben der Oxygenierungssteuerung häufig eine CO2-Problematik mitgebracht haben, vor allem dann im Rahmen von Superinfektionen. Und dann fragt man sich natürlich schon, hat jetzt der ECMO-Patient einfach Glück gehabt und der Nicht-ECMO-Patient hat einfach Pech gehabt oder gibt es für den überhaupt keine Möglichkeiten? Und da möchte ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen und auch welche, sagen wir mal, vielleicht Extrakorporalverfahren sich anbieten könnten. Wenn wir von einer hyperkapnischen Lungenversagen sprechen, ist es ja meistens nicht ein reines Lungenproblem, sondern natürlich sind die anderen Systeme, die metabolisch, aber auch dann zu Veränderungen führen, mit in den Betracht zu ziehen. Vor allem die Azidose, die natürlich durch die Hyperkapnie mitbedingt werden kann. Und man weiß aus mehreren Studien ganz gut, dass eben eine bestehende Azidose und auch eine bestehende Hyperkapnie, die nicht in den Griff bekommen wird, mit einer erhöhten Mortalität verbunden ist. Und vor allem auch natürlich mit den Störungen, die mit dem Säure-Base-Haushalt einhergehen, korrelieren relativ gut dann auch mit dem intensivmedizinischen Outcome. Ich denke, das kennen wir aus dem klinischen Alltag, dass natürlich nicht immer nur bei solchen Patienten das eine Organ nicht mehr seine Tätigkeit im ordentlichen Rahmen vollführt, sondern dass natürlich das immer ein komplexes Geschehen ist, wo natürlich auch die anderen Organe mit einbezogen werden, gerade wenn dann eben die anderen Organe wie Niere oder Leber leicht mit betroffen sind, wird es deutlich komplexer für den Patienten und auch für den behandelnden Arzt natürlich entsprechend schwieriger. Man kann es gut sehen, dass, sagen wir mal so, vor allem am unteren Ende, das heißt hier, wo wir im Bereich der Azidose uns bewegen, die Mortalität deutlich höher ist wie bei Patienten, die mit einer Alkalose zu kämpfen haben. Und das führt letztlich auch dazu, dass wenn man den pH, den wir ja durchaus bis zu einem gewissen Grade in der Hyperkapnie tolerieren, zu lange in einem kritischen Bereich besteht, durchaus dann auch mit einem schlechten Outcome über die Zeit auf der Intensiv verbunden ist. Die Auswirkungen der Azidose, also der gesunde Mensch, gleicht es relativ gut aus. Beim kritisch Kranken weiß man aus vielzähligen Untersuchungen, aber auch aus den physiologischen Wirkungen, dass eben es zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität beitragen kann und auch tut. Und ich denke, die Hauptorgane, die hier betroffen sind, sind einmal die zerebrale oder potenziell zerebrale Schädigung durch Vasokonstriktionen oder auch Vasodilatationen, die eben dann eben hin zu einer zerebralen Schädigung führen können. Eingriffe auf das Herz-Kreislauf-System und natürlich auf die Atmung auch selbst. Auch andere Organe sind durch eine Hyperkapnie und eine bestehende Azidose langfristig in Mitleidenschaft gezogen, was natürlich dann, wie ich gerade eben schon gezeigt habe, für das Gesamtoutcome des Patienten zum Problem wird. Die Bereiche, wo wir uns bewegen, glaube ich, sind relativ klar. Also beim CO2 über 45 mm Hg, beziehungsweise metabolisch oder auch einer gemischten Azidose und die Zielbereiche, glaube ich, muss ich hier nicht näher darauf eingehen, aber bewegt sich da doch schon in relativ engen Grenzen, wo man versucht, eben wieder Normalität herzustellen, was natürlich gerade im Verlauf, auch bei der Zunahme der Erkrankung, nicht immer einfach ist. Was mir nicht so ganz oder bis vor kurzem nicht so ganz bewusst war, ist natürlich, dass das CO2 in verschiedenen Kompartimenten unterschiedlich lange im Körper sozusagen gespeichert bzw. vorgehalten wird. Es gibt Kompartimente, die relativ schnell CO2 mobilisieren. Ich glaube, das ist klar, sei es jetzt im Blut oder im Interstitium. Aber auch es gibt sogenannte CO2-Speicher, die Gattinoni hier in dieser experimentellen Arbeit schön gezeigt hat. Also dass zum Beispiel im Fettgewebe, aber auch in den Knochen, auch in den Muskeln CO2 über einen langen Zeitraum gespeichert wird und auch nach und nach abgegeben wird und die natürlich dann auch schwer zu mobilisieren sind, beziehungsweise sich immer selbst mobilisieren und natürlich dann auch langfristig zum Problem für den Patienten werden können. Wie schon angesprochen, kennen wir alle aus unserer Physiologie, sind drei Hauptorgane im Rahmen der Aufrechterhaltung vom Säure-Base-Haushalt beteiligt, die Lunge, Leber und natürlich die Nieren.
Und es sind natürlich die Organe, die wir gerade im Multiorganversagen häufig bei unseren Patienten auch in Mitleidenschaft gezogen sind und somit sagen wir, hier an den Stellschrauben natürlich sind, wo man in diesen Kreislauf eingreifen kann bzw. muss. Und dann stellt sich die Frage, brauche ich jetzt 4 verschiedene Geräte, also von Beatmung über Dialyse, ein Leberunterstützungsverfahren und dann vielleicht auch noch ein extrakorporales Verfahren für die Lunge? Oder tut es vielleicht auch ein Gerät? Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass dieses eine Gerät durchaus Potenzial hat, Ihnen in so einer Situation weiterzuhelfen, das sogenannte Atlas-Verfahren, was ich jetzt hier zeigen möchte. Also wenn man sich die unterschiedlichen Möglichkeiten anschaut, Dialyseverfahren, dieses alltägliche Extrakorporalverfahren, die auf nahezu allen Intensivstationen Einsatz findet, ist hauptsächlich dazu da, eben eine metabolische Azidose auszugleichen. Wir können Bicarbonat zugeben, wir können dadurch aber natürlich auch, wenn wir eh schon ein hyperkapnisches Problem haben, uns zusätzliche Problematik schaffen durch zu viel Bicarbonatzugabe. Mit der ECMO können wir natürlich CO2 entfernen, pH-Anstiege erreichen und auch wieder CO2 eliminieren, natürlich vor allem bei einer respiratorischen Azidose. Und das Atlas-Verfahren hat den Vorteil, dass es eben für beides gleichzeitig sozusagen zur Verfügung steht. Also durch Ausgleich einer metabolischen und einer respiratorischen Azidose kann man hier durch dieses Verfahren eben in den Kreislauf bzw. in diesen Bereich eingreifen. Und man hat sich eben, wie man es ja so häufig macht, einfach an der Natur orientiert. Die Niere macht letztlich durch Verschiebungen von H-Plus-Ionen und Bicarbonat auf der, sagen wir, auf den beiden Seiten kann es regulieren, gegenregulieren, eben nur bis zu einem gewissen Grade. Und genau dieses Prinzip der Niere ahmt dieses Atlas-Verfahren nach, indem es eben hier auf der Blutseite hin zum Dialysat H-Plus-Ionen verschiebt und durch die Regulation des Dialysat-PHs, was eigentlich der Clou dieses Systems ist, kann man eben unterschiedlich wieder Bicarbonat freisetzen und durch Bicarbonatgefälle, die man auch unterschiedlich durch Zugaben von Bicarbonat an dieses Extrakorporalverfahren steuern kann, kann man eben sehr schnell CO2 eliminieren, Bicarbonat zugeben und durch diese Gefälle, die entstehen, sowohl pH regulieren, CO2 eliminieren und eben auch zusätzlich ganz normal dialysieren durch diesen neuartigen, beziehungsweise nicht vorhanden, bisher nicht vorhandenen, in anderen Systemen vorhandenen Albuminkreislauf, der eben hier diese Möglichkeit der Regulationsmöglichkeiten darstellt. Wenn man sich das in einem experimentellen Tiermodell anschaut, fragt man sich natürlich, wie viel CO2 kann man mit diesem Atlas-Verfahren entfernen. Das hängt natürlich davon ab, wie bei allen anderen Systemen auch, wie hoch ist der Blutfluss. Je höher der Blutfluss, desto mehr letztlich konnte man eliminieren bis zu einem gewissen Grade. Ist es dann auch, sagen wir mal, technisch möglich? Dieses Atlas-Verfahren läuft über einen normalen Scheldenkatheter. Kommt man natürlich irgendwann mal auch an die Grenzen der Katheter. Aber bis zu einem Blutfluss von 300 mm kann man das in der Klinik ohne Probleme einsetzen. Und natürlich kann man dann auch über die Steuerung des Dialysat-PHs entsprechend CO2 eliminieren. Kann man hier nochmal deutlich zeigen. Also wenn der Blutfluss steigt und auch der Dialysat-PH höher wird bis zum Dialysat-PH von 9, kommt man eben zeigen, dass man sehr gut CO2 entfernen kann. Und natürlich ist je höher das Gefälle im Patienten auch ist und je höher der Eliminationsbedarf ist, desto größer kann man dann auch hier eben Effekte erzielen. Das ist nicht nur im Tiermodell, sondern auch im Menschen funktioniert. Hat der Herr Fuhrmann, mein Nachredner, schon in den ersten Fällen publiziert. Man sieht hier recht deutlich,
man eben den pH doch recht deutlich anheben kann. Und auch die anderen Parameter sind relativ schnell auszugleichen. Und auch hier sieht man wieder, dass vor allem dann, wenn der Dialysat-pH relativ hoch ist, man dann am besten eben hier die Funktion des Gerätes maximal ausschöpfen kann. Es gibt jetzt nicht nur das Atlas-Verfahren, es gibt es natürlich auch in anderen Verfahren, das heißt jetzt wie zum Beispiel die Prisma-Lang oder auch an der E-Lang, die hier aber im Vergleich dann doch tendenziell ein bisschen weniger eliminieren können, beziehungsweise man natürlich den Vorteil einer gleichzeitigen Dialyse und auch Leberersatz bzw. Leberunterstützung, wenn man richtigerweise sagen muss, nicht in dem Sinne anbieten können. Wir haben das dann hier in den Covid-Patienten, einer unserer ersten, den wir letztes Jahr behandelt haben, beim älteren Patienten angewendet, der ein Multiorganversagen hatte mit einer Hyperkapnie, mit einem Nierenversagen und einem Leberversagen und konnten da eben doch recht erfolgreich zumindest CO2 eliminieren und auch zeigen, dass dieses Verfahren im Menschen gut funktioniert. Jetzt ist ja Covid leider nicht vorbei und wir haben, wie gesagt, ja auch viele ältere Herrschaften bei uns behandelt, die sich nicht unbedingt für eine ECMO qualifizieren. Wir haben jetzt unsere ersten 9 Patienten, die wir mit diesem Verfahren bei Covid behandelt haben, zusammengefasst. Sieht, dass das hier insgesamt haben wir 137 Anwendungen durchgeführt. pH ließ sich sehr gut regulieren. Im Schnitt konnten wir sehr viel CO2 eliminieren und wir haben immer nur die erste Behandlung angeguckt, konnten wir eben signifikant auch hier CO2 eliminieren. Wie man auch hier nochmal in der Abbildung sieht, jetzt fragen Sie sich natürlich, konnte man dann auch entsprechend die Beatmung, vor allem die erhöhten Beatmungsdrücke, direkt reduzieren, nach der ersten Behandlung nicht, im Verlauf dann allerdings schon. Muss aber auch ganz klar sagen, fairerweise dazu sagen, dass die Fallzahl dafür zu klein ist im Moment, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, ob man dann auch eben entsprechend langfristig auf die Beatmung Einfluss hat. In unseren 9 Patienten hat es recht erfolgreich funktioniert und haben es auch entsprechend angewandt. Hier nochmal anders dargestellt, dass man sieht, innerhalb der ersten Behandlung einen deutlichen Anstieg des pHs und gleichzeitig auch einen guten Abfall des CO2, der sich dann über die Zeit fortgesetzt hat. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, gerade für Patienten im Multiorganversagen dieses Verfahren anzuwenden. Wie gesagt, es ist mit dem Sheldon-Katheter leicht zu bedienen. Es funktioniert im Prinzip vom Anschluss her wie an eine normale Dialysemaschine auch. Und damit möchte ich auch schon zusammenfassen, also die Azidose und Hyperkapnie sind komplexe Störungen, sind komplexe Patienten, die natürlich viele Organdysfunktionen aufbieten. Ich denke, die kombinierte extrakorporale Therapie ist möglich und auch in diesen Patienten erforderlich. Und im Atlas-Verfahren hat man dann natürlich ein effizientes extrakorporales Verfahren, das im Low-Flow-Bereich auch suffizient CO2 eliminiert. Muss aber auch ganz klar sagen, weitere Studien, gerade in Bezug auf Mortalität, Beatmungsreduktion und so weiter, müssen einfach in einem größeren Patientenkollektiv noch erfolgen, um dann eben auch dort die Vorteile zeigen zu können. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und würde dann auch gerne an meinen Co-Chair, Professor Fuhrmann, direkt gerne überleiten. Vielen Dank für den sehr schönen, exzellenten Überblick, auch mit aktuellen Daten zur Rahmen der Covid-Pandemie. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr spannende Option, sich gerade bei Patienten mit Mehrorganversagen mit dem Verfahren auch auseinanderzusetzen, hier Patienten eine neue Behandlungsoption anzubieten. Ich möchte noch kurz zu Beginn Multiorganversagen, den stellen wir im Intensivbereich, wir haben jetzt viel über Lunge, über ARDS gesprochen. In der Vorsession haben wir auch gehört, im Rahmen der Covid-Pandemie, dieses Multiorganversagensyndrom bei unseren kritisch kranken Patienten sehen wir häufig, sehen wir immer häufiger.
viele Organe können betroffen sein. Ich bin selbst Intensivmediziner und Gastroenterologe, möchte deswegen auch kurz die Leber erwähnen. In einer rezenten Studie hat sich so gezeigt bei europäischen Intensivstationen, dass die Leberfunktion auch bei kritisch kranken Patienten deutlich häufiger Probleme hat oder in den letzten Jahren entwickelt hat, als das früher so wahrgenommen wurde. So war es in den letzten Jahren mittlerweile bei jedem fünften Intensivpatienten, sprich 20% der Intensivpatienten haben eine Form von Leberversagen. Also das ist neben Lunge, Kreislauf, Nieren, Gehirn auch ein ganz wesentliches Element bei Patienten mit Mehrorganversagen. Und diese Formen von Leberversagen können sich unterschiedlich aufschlüsseln lassen. Die häufigsten Formen von Leberversagen auf Intensiv sind die erworbenen Formen. Da unterscheiden wir cholestatische bei 10-20% der Intensivpatienten, hypoxische Schädigungen 5-10% der Intensivpatienten mit den massiv angestiegenen Transaminasen, sehr häufig bei kardiovaskulären Erkrankungen zu finden, aber auch bei ARDS gar nicht so selten. Das akut auf chronische Leberversagen der Zirrhosepatient ist nicht so häufig mit 2-5% und das primär akute Leberversagen ist nämlich eine Rarität. Sie wissen, virale Hepatitis, Paracetamolvergiftung und dergleichen mehr kann vorkommen, ist aber eine seltene Form des Leberversagens. Was allen Formen von Leberversagen gemein ist, das kommt nicht alleine. Leberversagen ist so eine klassische Form von Mehrorganversagen und dieses Bild illustriert es. Sie wissen alle, bei Leberversagen kann es zu einer hepatischen Enzephalopathie, zu Kreislaufveränderungen, Nierenfunktionsstörungen, Lungenbeeinträchtigungen, kardialen Beeinträchtigungen und dergleichen mehr kommen. Ich habe hier rechts so ein bisschen zusammengefasst bei Intensivpatienten. Was sehen wir denn wie häufig? Bei Patienten mit Leberversagen 70%, Nierenversagen 20-30%, Gasausdauerstörungen mit dem Bild eines schweren ARDS, häufig Katecholaminpflichtigkeit, hepatische Enzephalopathie, auch ein häufiges Problem, Gerinnungsversagen bei 40-70% und auch die Säure-Basen-Haushaltsstörungen. Relevante Acidemien finden wir bei über 60%, also bis zu 2/3 der Patienten mit, in dem Fall jetzt bei der Studie, Leberzirrhose haben auch eine schwere Säure-Basen-Haushaltsstörung und zumeist in den azidotischen Bereichen überragend, mit auch extrem prognostischer Bedeutung. Umso saurer, und Sie sehen bei pH 7,1 bis 7,2 82% Mortalität, noch darunter noch höher. Also das ist wirklich was extrem Häufiges und extrem Relevantes. Kurz, weil wir alle von Covid reden, ist mein einziger Covid-Kommentar. Leberversagen kommt auch bei Covid-Patienten bei ca. 30% der Patienten vor. Zumeist sind es wirklich auch hier die sekundär erworbenen Formen Cholestase und Schocktumor, wie wir kürzlich mit unserem Hamburger Datensatz noch zeigen konnten. Aber auch die Viremie war neben der Schwere der Erkrankung ein ganz entscheidender Risikofaktor für das Auftreten von Leberversagen. Also ich glaube, dass das wirklich hier eine spezielle Gemengelage ist, wo neben Multiorganversagen, wie wir es auch bei Nicht-Covid-Patienten kennen, auch die Viremie eine Komponente spielen dürfte. Unsere Ziele beim Multiorganversagen sind intensivmedizinisch ganz klar. Wir wollen möglichst frühzeitig, möglichst rasch eine Stabilisierung erreichen, um ein Voranschreiten von Mehrorganversagen zu verhindern. Das sind so Daten von Patienten mit Leberzirrhose, akut auf chronischen Leberversagen, wo klar gezeigt werden konnte, wenn es gelingt, frühzeitig eine Stabilisierung zu erreichen, auch bei Patienten mit schwersten Mehrorganversagen, 3 oder mehr Organe, die nicht funktioniert haben, ist eine Stabilisierung, ein Überleben möglich. Und so eine Reversibilität war bei den kränksten der Kranken, bei unseren Patienten mit Leberzirrhose, na immerhin in einem Drittel bis der Hälfte der Fälle innerhalb einer Woche möglich. Also ich nehme gerade bei Leberkranken schon mit Hit Early, Hit Hard und dann haben die Patienten häufig noch eine Chance, sich auch zu stabilisieren. Was können wir jetzt machen bei unseren Patienten mit Multiorganversagen? Am besten, wir lassen es gar nicht zu weit kommen und nehmen prophylaktische Maßnahmen, hier beispielsweise bei Patienten mit Leberzirrhose und Schockleber graduiert. Aber in vielen Fällen ist das ja zu spät. Die Patienten kommen zu uns auf Intensivstation mit dem Mehrorganversagen und hier sind es klassischerweise die Maßnahmen Bündel, Behandlung der zugrunde liegenden Ursache der Erkrankung, die hier zu einer Verbesserung und Stabilisierung beitragen. Eine ganz wesentliche Komponente im Rahmen des Managements stellen jedoch auch, wie Sie schon von meinem Vorredner gehört haben, die extrakorporalen Verfahren dar. Und beim Leberkranken kann es im Einzelfall natürlich auch mal die Lebertransplantation sein. Zu Leberersatz oder extrakorporalen Verfahren.
Es gibt ja unterschiedliche Formen. Ich möchte jetzt im Speziellen hier auf die Leberunterstützungsverfahren eingehen. Das sind eigentlich Verfahren, die neben wasserlöslichen auch albumingebundene Toxine eliminieren können und sind kein Leberersatz, sondern klassischerweise eigentlich erweiterte Dialyseverfahren, die eben neben wasserlöslichen Substanzen auch eiweißgebundene Substanzen eliminieren können. Und das kann klinisch durchaus was bewirken. Das gibt es ja schon seit mehreren Jahrzehnten im klinischen Einsatz. Es gibt verschiedenste Untersuchungen, auch viele randomisiert kontrollierte Studien. Es konnte hier in mehreren randomisierten Studien gezeigt werden, dass durch den Einsatz von Leberersatzverfahren sich die systemische Hemodynamik verbessert hat. Die splanchnische Hemodynamik wurde auch zum Teil verbessert. Es gibt eine randomisierte Studie, die einzige übrigens zu extrakorporalen Therapien, die durch ein Leberersatzverfahren eine Verbesserung der hepatischen Enzephalopathie erreichen konnte, neben Verbesserung von Pruritus und Ikterus. Und das alles zusätzlich zu den Effekten von konventionellen Nierenersatztherapien, die diese Verfahren in der Regel auch mit anbieten. Die aktuellste mir bekannte Meta-Analyse zu diesem Thema umfasst, ich glaube, 26 Studien, die unterschiedlichste Studien vom Jahr 73 beginnen bis 2018 inkludieren konnte und konnte hier feststellen, dass in Zusammenschau aller vorhandenen Studien hier ein signifikanter Überlebensvorteil festgestellt werden konnte durch den Einsatz von Leberunterstützungsverfahren. Numbernity-to-treat von 16 bei so schwerkranken Patienten ist ganz ordentlich bei akut auf chronischen Leberversagen. Man würde sich natürlich immer mehr wünschen, aber immerhin, da haben wir Evidenz, da haben wir Daten, dass das wirklich das Überleben bei unseren Patienten verbessert. Und das ist schon ein starkes Signal, dass das sinnvoll sein kann. Ich habe das so in diesem Slide ein bisschen zusammengefasst mit den extrakorporalen Therapien beim Leberkranken, dass man sich so vorstellen kann. Ein Nierenversagen finden Sie bei rund 50-70% der Patienten mit Leberproblemen und extrakorporale Therapien erhalten 30-40% der Patienten. In der Regel sind das Leber unter Studielage, da gibt es 25 randomisiert kontrollierte Studien zu Leberunterstützungsverfahren, die auch zugelassen sind, die man einsetzen kann. Wenn man jetzt sagt, die meisten machen ja konventionelle Nierenersatztherapie mit diesen Patienten, da haben wir übrigens keine einzige randomisiert kontrollierte Studie. Das heißt, da fehlt uns einiges an Wissen und das ist einfach eine Routineanwendung von Verfahren, die wir vielleicht aus dem Alltag kennen, aber wo wir bei Leberkranken nicht wirklich große Evidenz haben, wie wir damit umzugehen haben. Man muss natürlich immer speziell berücksichtigen, Blutverdünnung, Medikamentendosierung und dergleichen mehr, wo man hier einzelfallabhängig immer eine gewisse Adaptierung durchführen muss. Wichtig ist mir zu betonen, es gibt so bei extrakorporalen Verfahren so absolute Indikationen. Ja, und das möchte ich gar nicht diskutieren, ob Nierenersatzverfahren oder Leberunterstützungsverfahren, aber das sind so diese schweren metabolischen Azidosen, BH71 bis 72, schwerste Elektrolytstörungen, klinisch signifikante Volumensüberlastung, Uremie. Das ist so international akzeptiert, die klassischen absoluten Indikationen für extrakorporale Verfahren, da diskutiert man nicht viel. Und bei Leberkranken macht dieses Kollektiv so circa die Hälfte der Patienten aus. Also die Hälfte, da müssen Sie gar nicht nachdenken, da sagt man eigentlich von Berücksichtigung dieser Kriterien, dann muss ich mit dem extrakorporalen Verfahren beginnen. Bei den anderen kann man das diskutieren, ob früher, ob später, in welcher Form, in welches Verfahren. Aber primär wichtig auch, bei vielen Patienten diskutieren wir gar nicht im Detail darüber, ob wir beginnen müssen, sondern das sind absolute Kriterien vorhanden. Jetzt lassen Sie mich auf das ATROS-System zu sprechen kommen. Das haben Sie schon gehört, ist ein zugelassenes Dialyseverfahren mit erweiterten therapeutischen Möglichkeiten. Es kann neben der Elimination von wasserlöslichen Substanzen auch eiweißgebundene Substanzen eliminieren, hat eine massiv erweiterte Möglichkeit der Regulation des Säure-Basen-Haushalts, wie Sie schon von meinem Vorredner Herrn Lammer gehört haben, kann die Temperatur regulieren und kann natürlich auch Flüssigkeit entziehen. Das Verfahren hat drei Subkreisläufe. Primär ist es einmal der Blutkreislauf und das Blut kommt zu semipermeablen Dialysemembranen, wobei hier wasserlösliche Substanzen bzw. auch albumingebundene Toxine in einen Albuminkreislauf kommen und in einem weiteren Kreislauf, in einem dritten Kreislauf, kann in diese albumingebundenen Toxine durch Änderung des Säure-Basen-Haushalts, durch Induktion einer massiven Azidose, damit können Sie Kationen wie Kupfer zum Beispiel entfernen oder durch Induktion einer Alkalose können Anionen wie zum Beispiel Bilirubin aus der Eiweißbindung gelöst werden und somit entfernt werden.
Und das ist also das Grundprinzip, dass man eben die wasserlöslich und die eiweißgebundenen Substanzen hier entfernen kann durch Veränderungen im Säurebasenhaushalt. Und was das Spannendes zur Folge hatte, war, dass man hier auch massivst im Säurebasenhaushalt klinisch relevant regulieren kann. Und das ist sicherlich ein ganz entscheidender Vorteil dieses Verfahrens, dass es jetzt seit einiger Zeit auch in Deutschland am Markt gibt und zum Einsatz kommt. So ein paar klinische Eckdaten von Professor Huber aus München, 2017 publiziert, wo gezeigt werden konnte, dass eben auch Bilirubin und Kreatinin, also sowohl eiweißgebundene als auch wasserlösliche Substanzen, effektiv eliminiert werden können. Und Sie können so rechnen, Bilirubin-Eliminierung, hier ist Atos ganz rechts dargestellt, so pro Behandlung, 30%, andere sagen 20, also 20-30%. Also da können Sie schon wirklich ordentlich was rausholen. Die Effektivität bei der Elimination wasserlöslicher Substanzen, ein Beispiel Kreatinin, ist vergleichbar bzw. auch besser als bei anderen Verfahren, die zur Albumindialyse eingesetzt werden. Unsere eigenen Daten haben mir zeigen können, dass das eigentlich auch vergleichbar wie die Erkenntnisse aus München waren. Was wir noch gesehen haben, die Elimination ist umso effektiver, umso höher die eiweißgebundenen Substanzen sind. Also bei hohem Bilirubin können Sie sehr viel eliminieren. Wenn das nicht hoch ist, geht, würde ich mal sagen, verständlicherweise auch weniger raus, auch relativ. Also das macht schon was, aber eiweißgebundene Substanzen müssen auch erhöht sein, damit man das wirklich klinisch fassen kann natürlich. Säurebasenhaushalt wurde angesprochen und das möchte ich auch nochmal hier kurz zeigen, wie Herr Lama schon zeigen konnte, das Gerät kann wirklich massiv intervenieren im Säurebasenhaushalt, mehr als Sie von konventionellen Nierenersatzverfahren kennen. Die beiden Tools, mit denen Sie das adaptieren können, ist einerseits der pH-Wert, umso alkalischer Sie den einstellen, umso effektiver können Sie gegensteuern. Und das zweite ist die Blutflussrate. Umso höher die ist, da muss man mal schauen, wie gut das unser kritisch kranker Patient toleriert, umso effektiver und so rascher können Sie auch hier interagieren. Und das funktioniert wirklich. Das funktioniert im Gesamtkollektiv, aber hier zweite Spalte ARDS. Wir haben hier bei einer Behandlung, sozusagen bei der ersten Behandlung immer dargestellt, sehr effektiv ausgeprägte azidotische Zustände gegenregulieren können, auch hier mit Gegenregulation vom CO2, das eliminiert werden konnte, aber genauso gut metabolische Azidosen. Das waren wirklich eindrucksvolle Fälle. Das waren zum Beispiel Patienten, die refraktär unter kontinuierlicher Nierenersatztherapie sehr azidotisch waren. Wir konnten die meisten Fälle mit dem Atos-Verfahren vom pH-Wert innerhalb von, ich sage jetzt mal, 6-12 Stunden vom pH-Wert normalisieren. Das ist wirklich effektiv und das kann wirklich hier massiv gegensteuern. Natürlich, wenn es ein refraktärer Fall ist mit einer, weiß nicht, refraktären Mesenterialischämie, wird das dem Patienten nicht helfen, aber in vielen Fällen sind das Situationen, wo Sie frühzeitig gegensteuern müssen, um Patienten eine Chance der Stabilisierung zu ermöglichen. Und da kann das Verfahren wirklich einiges unseren Patienten bieten. Das fasst so diese Erfahrungen, die wir in Hamburg gesammelt haben, zusammen. Atos bewirkte in unserem Kollektiv in Hamburg einerseits, und das ist die multivariate Regression, die ich Ihnen hier zeige, eine signifikante Verbesserung von sozusagen der Entgiftung von sowohl wasserlöslichen als auch eiweißgebundenen Substanzen. Da möchte ich auch betonen, dass Ammoniak auch als wasserlösliche Substanz effektiv eliminiert wird und auch hier bei Leberkranken jetzt die hepatische Enzephalopathie beeinflusst. Aber Bilirubin und Kreatinin gehen auf jeden Fall runter, das erreichen Sie mit Sicherheit. Und es kann, was das Besondere ist, auch im Säurebasenhaushalt sehr, sehr stark interagieren und hier eine Stabilisierung erreichen. Und das ist jetzt nicht nur eine Laborspielerei, sondern das haben wir auch gesehen in Hamburg, dass wir bei vielen Patienten den Beatmungsunterstützungsdruck, den Driving Pressure, deutlich reduzieren konnten, die Patienten das gut toleriert haben während der Behandlung. Ich glaube, da brauchen wir sicher auch noch weitere Daten und da ist Herr Lama auch gerade dabei und viele andere Kollegen auch, die zu erheben. Aber das funktioniert schon, da glaube ich, haben wir wirklich auch die Möglichkeit, respiratorisch einen Benefit für unsere Patienten erreichen zu können. Das Dritte, was wir auch hier beobachten konnten, ist, dass die Patienten sich auch hemodynamisch verbessert hatten. Ich persönlich denke, dass eine wesentliche Komponente eine Verbesserung der Metabolik war, eine Verbesserung des Säurebasenhaushalts. Aber wir konnten bei den Patienten, auch im Regressionsmodell signifikant übergeblieben, die Katecholamin-Unterstützung deutlich reduzieren unter dem Verfahren. Also das bewirkt wirklich jetzt nicht nur laborchemisch was, sondern auch klinische Relevanz konnten wir in unserer ersten größeren Fallserie klar beobachten. Zur Blutverdünnung. Was können Sie denn hier machen? Ich habe ja gesagt, das ist ein nierenersatzartiges Verfahren. Sie können hier Blutverdünnung machen mit unfraktionierten Heparin. Sie können hier mit Zitratantikoagulation arbeiten. Wir haben auch ein paar Mal bei Leberkranken mit Antithrombin 3 gearbeitet. Das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, persönlich in der letzten Zeit, wir verwenden eigentlich jetzt nur noch Zitrat, weil das eigentlich sehr gut funktioniert und sich
auch gut steuern lässt, auch bei Patienten mit schwerem Mehrorganversagen. Was ich nicht empfehlen würde, das würde ich aber nie empfehlen bei extrakorporalen Therapie, auf eine Antikorrelation komplett zu verzichten. Da haben wir eine sehr kurze Filterlaufzeit, nur bei eigentlich allen Verfahren habe ich das beobachtet, davon würde ich auf jeden Fall abraten. Der Vorteil ist auch, Sie können bei dem Verfahren zwischen den unterschiedlichen Formen der Antikorrelation hin und her wechseln. Da spricht nichts dagegen. Unsere Daten aus Hamburg, wenn ich das so ein bisschen überblicksmäßig zusammenfassen darf, hatten 34 Patienten umfasst, die schon wirklich krank waren. Medianer SOFA-Score von 17 heißt im Multiorganversagen von 4 bis 5 versagenden Organen. Die Patienten wurden im Mittel 17,5 Stunden behandelt pro Behandlung. Wir haben das versucht, möglichst kontinuierlich laufen zu lassen. Maximal kann man das ja, soll man das für 24 Stunden anwenden, dann mit neuen Dialysemembranen weitermachen. Wir haben im Mittel 2 Behandlungen gemacht, aber wir hatten auch Patienten, die auch 9-mal mittlerweile auch schon häufiger bis zu 20-mal behandelt worden sind. Also das ist alles grundsätzlich gut möglich. Und die mittlere Intensivstationsliegedauer war 9 Tage. Wenn man jetzt sagt, so SOFA-Score von 17, das sind jetzt Daten aus einem australischen NC-Sepsis oder Intensivregister, ist die Mortalität bei SOFA-Score von 17 80%. Immens hoch, wirklich schwerstkranke Patienten, die wir behandelt haben. Und das Überleben in unserer Fallserie war 28 Tages Überleben, das auch bei den Australiern als Vergleich herangezogen wurde, 50%, 90 Tage, immerhin 38 und ein Jahresüberleben 35%. Also diesen schwerstkranken Patienten konnten wir doch eine erfreulich großen Anzahl an Patienten unter Zuhilfenahme auch dieses Verfahrens effektiv helfen und das war mal ganz vielversprechende Daten. Kollegen aus Jena haben das auch, das Verfahren in Verwendung und haben sich auch ihre Erfahrungen angeschaut und konnten feststellen, umso häufiger ich das Verfahren einsetze, umso besser das Outcome. Patienten, die 4 oder mehr Behandlungszyklen mit Atros hatten, hatten ein signifikant besseres Überleben. Also ich glaube, auch die Kontinuität der Behandlung spielt hier eine bedeutsame Rolle, wo wir sicher auch durch zukünftige Studien noch weiter lernen müssen. Und das deckt sich auch mit einer Meta-Analyse, die allgemein bei Albumindialysen zum Einsatz kam, untersucht hat. Umso häufiger Patienten behandelt wurden, umso höher das Überleben, umso besser die Überlebenschance. Also ich glaube, gerade bei Albumindialyse, bei diesen Kollektiven scheint hier ein relativ einhändiges Signal zu sein. Häufigere Behandlungen gehen mit einem besseren Outcome in diesem Patientenkollektiv einher. Es gibt jetzt ganz aktuell, ich glaube vor knapp einem Monat publiziert, die ersten Registerdaten des Atlas-Registers. Es ist ein multizentrisches, nicht interventionelles, nicht randomisiertes Register mit mehreren Zentren in Deutschland. Neben dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hat das Uniklinikum Essen und die Uniklinik Mainz daran mitgewirkt. Und was das Schöne ist, ist nicht nur, dass da ein paar Leuchttürme, Unikliniken arbeiten, sondern es ist auch ein nicht universitäres größtes Krankenhaus. Das Klinikum Weiden hat ja auch mitgetragen. Und das ist so wirklich ein schönes Gemeinschaftsprojekt geworden. Und wie gesagt, konnten wir jetzt vor kurzem publizieren. Insgesamt wurden hier 118 Patienten ausgewertet, die auch wirklich krank waren. Auch hier mittlerer SOFA-Score von 14. Also auch hier in den meisten Fällen schweres Mehrorganversagen, im Schnitt 60 Jahre alt, etwas mehr Männer als Frauen, fast alle katecholaminpflichtig, 65% beatmet, erwartete Mortalität auch hier um die 80%. Im Mittel wurden die Patienten 3-mal mit dem Atlas-Verfahren behandelt. Insgesamt wurden 429 Behandlungen ausgewertet. Sie sehen die Einstellungen hier. Behandlungsdauer im Schnitt so pro Behandlung 16 Stunden. Blutflussrate 120 Milliliter pro Minute. Ultrafiltrationsvolumen auch wieder individuell große Schwankungsbreite, aber wurde auch hier umgesetzt. Es war hier möglich, dass Patienten sowohl die wasserlösigen als auch die eiweißgebundenen Toxine signifikant reduziert bekommen haben. Das ist die linke Daten. Linke Zeile hier zeigt Bilirubin pro Behandlung auch so um die 20% Reduktion. Und der Säurebasenhaushalt konnte bei diesem bunt gemischten Kollektiv auch signifikant verbessert werden. Das Wichtige ist für mich immer bei solchen Registerdaten, dass man auch Infos zur Sicherheit dieser Verfahren bekommt. Und hier hat sich gezeigt, dass grundsätzlich durchaus 79 unerwünschte Ereignisse bei diesen 429 Behandlungen dokumentiert waren. Jedoch, das waren natürlich schwerstkranke Patienten, nur 13 dieser unerwünschten Ereignisse waren dem Gerät zuzuordnen. Und das waren alles Clotting-Ereignisse ohne Folgeerscheinungen für die Patienten. Das heißt, gerätebedingte unerwünschte Ereignisse traten nur bei 3% der Behandlungen auf. Das ist für dieses schwerkranke Patientenkollektiv eigentlich eine eindrucksvoll geringe Anzahl an unerwünschten Ereignissen durch die Behandlung.
Outcome, wie gesagt, das sind jetzt nur Registerdaten, aber wenn man so schaut, hier rechts unten dargestellt, Hamburg-Eppendorf, prognostizierte Mortalität und Weiden waren relativ ähnlich, die Schwerstkranken, Mainz und Essen waren etwas milder kranke Patienten, aber in allen Zentren einheitlich war die dokumentierte 28-Tages-Mortalität doch deutlich niedriger als die prognostizierte Mortalität, insgesamt statt 60%. Das ist natürlich jetzt nur Registerdaten, aber grundsätzlich ist das schon ein sehr, sehr erfreuliches, wichtiges Signal, dass wir mit diesem Verfahren scheinbar die prognostizierte Mortalität doch deutlich unterschreiten konnten. Mittlerweile gibt es auch Daten zum intermittierenden Einsatz dieses Verfahrens, das ATROS-Verfahren bei Patienten mit akut auf chronischen Leberversagen, von den Kollegen in Mainz publiziert, hier auch Patienten mit Leberzirrhose und akut auf chronischen Leberversagen, fast nur Child-C-Patienten, die aber alle nicht katecholaminpflichtig waren, wurden im Mittel 8 Stunden behandelt und auch hier konnte eine signifikante Reduktion von Bilirubin und Kreatinin erreicht werden und Harnstoff. Und die Kollegen haben sich noch den Aufwand gemacht, ihre Daten mit einer gematchten Hämodialysepopulation zu vergleichen und konnten auch hier, wie gesagt, das sind 25 versus 25 Patienten, aber auch ein Signal sehen, dass auch hier ein etwas besseres 28-Tage-Outcome mit dem ATROS-Verfahren festgestellt werden konnte. Das sind natürlich alles Fallserien. Wir brauchen natürlich für die harten Daten randomisiert kontrollierte Studien, aber ich glaube, das sind einmal, es ploppen mir jetzt immer mehr Studien zu dem Verfahren in die Scientific Community und bis jetzt sprechen da alle eine relativ einheitliche Sprache, dass dieses Verfahren sicher einwendbar ist und eigentlich auch mit sehr vorteilhaften Effekten für unsere Patienten jetzt Erfahrungswerte gesammelt werden können. Die schwierige Frage ist, welche Patienten können mit dem ATROS-Verfahren denn behandelt werden? Das Verfahren ist zugelassen für Patienten mit Leber- und oder Nierenversagen. Und ich habe Ihnen ja zu Beginn meines Vortrags zeigen können, dass das ein sehr breites Spektrum ist. Das können Patienten mit Zirrhose und akut auf chronischen Leberversagen sein. Im Intensivbereich viel häufiger sind das Patienten mit einem akuten Leberversagen, und zwar diesem sekundär akuten Leberversagen, der Schockleber oder der Cholestase. Das haben Sie auch von einem Kollegen von der Charité gehört, der auch berichtet hat, dass die Patienten haben mit Covid-Infektion mit dem Bilirubin ansteigen, im Verlauf vermutlich auf einer multifaktoriellen Genese basierend. Und das sehen wir häufig bei unseren multimorbiden Patienten. Anderes Kollektiv, das wahrscheinlich eher ambulant drankommt, aber auch nicht zu unterschätzen, ist so ein refraktärer Pruritus. Das ist auch etwas, was man häufiger beobachten kann, dass hier Albumindialyse sehr effektiv den Patienten helfen kann. Und was wichtig ist, wenn Sie jetzt diese Patienten im Intensivbereich haben, und glauben Sie mir, die haben Sie, die werden Sie jeden Tag sehen, wenn man darauf achtet. Sie müssen hier immer Behandlungsziele definieren. Definieren Sie Behandlungsziele. Ist das Ziel die Entgiftung? Ist das Ziel die Senkung von Bilirubinspiegeln? Ist das Ziel eine Entgiftung, eine Behandlung von pruritogenen Substanzen? Wollen Sie hier aktiv eine individuelle Azidosebehandlung im metabolischen, aber auch respiratorischen Sinn zu erreichen, um beispielsweise die Spitzendrücke reduzieren zu können, um beispielsweise eine hemodynamische Verbesserung zu erreichen? Wollen Sie eine lungenprotektive Beatmung, wie Herr Lama ja schön ausführen konnte, erreichen? Wollen Sie hepatische Enzephalopathie behandeln? Die einzigen randomisierten Positivergebnisse zur Behandlung der hepatischen Enzephalopathie bei extrakorporalen Verfahren sind durch Albumindialyseverfahren beschrieben. Oder wollen Sie auch Ziele einer konventionellen Nierenersatztherapie umsetzen bei Patienten mit Multiorganversagen? All das sollte man definieren und regelmäßig reevaluieren. Ich fasse nochmal hier so ein bisschen zusammen. Beginn von extrakorporalen Therapien, wie gehe ich in der Praxis vor? Ich schaue mal, besteht bei den Patienten eine absolute Indikation? Sie erinnern sich, diese schwersten azidotischen Störungen, schwerste Elektrolytstörungen, klinisch signifikante Volumenüberladung, die auf andere Maßnahmen nicht angesprochen hat. Uremie haben wir nicht so oft, aber kann auch mal der Fall sein. Wenn solche absoluten Indikationen bestehen, dann besteht grundsätzlich jetzt wenig Zweifel oder Diskussionswürdigkeit, abgesehen der Patient lehnt das natürlich ab, dass, oder möchte keine Eskalation der therapeutischen Maßnahmen, dass man hier mit einem extrakorporalen Verfahren beginnt. In anderen 40 bis 50% der Fälle muss man individualisiert vorgehen. Schaut sich den Volumenstatus an, versucht den Blutdruck zu verbessern, kann mal medikamentös mit Nabi-Buffern, gibt es auch vielversprechende Daten. Und schaut sich an, wie entwickelt sich der Patient im Verlauf. Wird er besser, lässt sich der durch diese Maßnahmen stabilisieren? Wird er schlechter? Persistiert das Nierenversagen? Kommen wir in eine Richtung, wo wir nicht mehr anders können? Dann werden Sie mit einem extrakorporalen Verfahren beginnen und hier mal gut überlegen, welches Verfahren hier zum Einsatz kommt. Ist es ein konventionelles Nierenersatzverfahren? Ist es das ATROS-Verfahren? Ist es ein anderes extrakorporales Verfahren? Brauchen Sie einen Plasma-Austausch? Was auch immer. Das müssen Sie individuell evaluieren. Ich würde Ihnen empfehlen, allgemein setzen Sie das Verfahren ein, mit dem Sie und Ihr Team am meisten Vertrauen haben und mit dem Sie eingespielt sind.
einmalige Verwendung eines Systems, das Sie nicht kennen, macht in der Regel meiner Erfahrung nach nicht Sinn, weil da geht irgendwas schief, weil Sie das Gerät nicht kennen. Verwenden Sie das Verfahren, mit dem Sie vertraut sind. Und dann ist die Definition, wie viel machen Sie, was ist der Umsatz, da gibt es bei Nierenersatzverfahren ein paar Daten, wie häufig machen Sie das, da haben wir auch bei Albumindialyseverfahren und dem Atlas-Verfahren gesehen. Wenn man beginnt, beginnen Sie richtig, beginnen Sie häufig, behandeln Sie intensiv und nicht halbherzig. Und definieren Sie wiederholt Behandlungsziele und reevaluieren Sie die Behandlungsindikationen, beispielsweise etwas gut auf chronische Leberversagen, sekundäres Leberversagen, hepatische Enzephalopathie und Ähnliches. Das ist ein Patient noch aus Hamburger Zeiten von mir, anhepatischer Patient, primary non-function nach Lebertransplantation. Da sehen Sie im Beatmungsgerät hunderttausende Perfusoren, zwei extrakorporale Nierenersatzverfahrensgeräte und ein Albumindialysegerät. Der hat wirklich vollen Support bekommen. Da konnte man gar nicht mehr zum Patienten gehen, weil er so zugerammelt war mit Geräten. Das ist ein Patient, der ähnlich krank war, der auch so gut wie keine Leberfunktion hatte, beatmet. Hinter dem Gerät noch ein zweiter Perfusor, auch sehr, sehr viele medikamentöse Unterstützungsgeräte und hat ein Verfahren, ein All-in-One-Gerät, das ein Nierenersatzverfahren ist, das albumingebundene Substanzen eliminieren kann und das zusätzlich auch im Säurebasenhaushalt massivst interagieren kann im Sinne des Patienten. Also ich denke, diese Richtung von All-in-One-Geräten ist mit dem Atlas-System ganz klar mal eingeschlagen worden. Ich glaube, unabhängig jetzt von dem Gerät, welches das ist, dass das unsere intensivmedizinische Zukunft sein wird, dass wir simplifizieren und alles zusammenfassen auf möglichst wenig Geräte, um die Übersicht zu bewahren. Und ich glaube, wenn wir selbst oder wenn ich einmal in die Jahre gekommen bin und hoffentlich nie, aber irgendwann mal Intensivtherapie benötigen würde. Ich gehe davon aus, ich werde mit irgendeiner Form eines extrakorporalen, dialyseartigen Verfahrens behandelt werden, hoffentlich zur Überbrückung, bis mein neues Organ über einen 3D-Drucker oder ähnliche Systeme geschaffen werden. Und ich glaube, diese Verfahren werden uns bleiben zur überbrückenden Behandlung von schweren Organversagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Atlas-System hier ein Verfahren ist, das uns auch wirklich lange Zeit noch begleiten wird und vielen unserer Patienten helfen wird. Das Atlas-System ist ein neues Dialyseverfahren und ich fasse zusammen zu einem multimodalen Behandlungszugang über einen konventionellen Dialysekatheter. Das kann wasserlösliche und eiweißgebundene Substanzen eliminieren. Sie können individualisiert den Säurebasenhaushalt korrigieren, das in dem Ausmaß, das konventionelle Dialysegeräte nicht können. Sie können individualisiert Temperatur adaptieren, können zwischen Antikoagulationsmodalitäten während des Betriebs hin und her wechseln und erste Daten zeigen, dass Atlas die Hemodynamik verbessert, die Beatmungsunterstützung reduziert und mehrere Studien konnten mittlerweile einen Trend zu einer Reduktion von Sterblichkeitsdaten verglichen zur prädiktierten Mortalität darstellen. Natürlich brauchen wir zukünftig auch randomisierte Studien, um das noch besser einordnen zu können. Aber ich glaube, mit diesem bereits zugelassenen verfügbaren Tool haben wir ein sehr, sehr, sehr potentes Mittel, um wirklich unseren schwerkranken Patienten mit ganz neuen Behandlungswegen effektiv helfen zu können.